Gleich ist wieder 18 Uhr und wir werden wieder unser Lied der Verbundenheit miteinander spielen. Ich möchte euch eine kurze Geschichte davor erzählen. Und zwar vor einigen Jahren war ich zu einem Vortrag eingeladen bei den Landfrauen in Rietheim. Und irgendwas hat mich da total geflasht und ich war sehr berührt. Und als ich dann eine Ehrenmitgliedschaft geschenkt bekommen habe, hat es mich total gefreut und ich bin bis heute auch eine überzeugte Landfrau. Und als ich das meiner Mutter erzählt habe, hat sie lachen müssen und hat gesagt: Ja, ich weiß, warum du dich denen so verbunden fühlst, den Landfrauen. Das liegt daran, dass deine Großeltern in Ostpreußen auch eine riesige Farm, einen riesigen Bauernhof hatten. Wir werden heute unser Lied der Verbundenheit, das Amazing Grace, als Dank für alle Landwirte, für alle Bauern und Bäuerinnen, für alle Erntehelferinnen, die jetzt mit unterstützen, spielen. Ich denke hier mal ganz besonders bei mir im Landkreis an die Annette, ich denke an die Renate. Ganz sehr verbunden bin ich der Juliane, aber ich denke auch rüber an den Bodensee, an die Linda. Ich habe so viele tolle Bäuerinnen kennengelernt, die mein Herz erfreuen und ihr sorgt jeden Tag dafür, dass wir was Gutes auf dem Tisch haben. Das Land hilft.de, da gibt es Unterstützungsmöglichkeiten. Ihr selber, die Bäuerinnen und Bauern, können da eintragen, wenn sie jemanden suchen. Alle anderen, die jetzt gerade so mit Corona kein Einkommen mehr haben, die können sich dort auch eintragen und mithelfen. Aber bevor ich jetzt lange rede, möchte ich jetzt für euch das Amazing Grace spielen. Extra für alle Landwirte. Ach, ich vergaß noch meine Freundin in Südtirol. Einen ganz lieben Gruß an die Maria und all meine Koflers vom Stettner Hof. Das sind nämlich Obstbäuern, Bauern. Also für euch jetzt ein Amazing Grace ganz über die ganze Welt hinweg und alle werden nur für euch spielen und euch danken. Heute klappt das auch schon wieder ein bisschen besser. Ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin tatsächlich echt feste erkältet, aber kein Corona. Nee, nee. Meine Lieben, das war für alle Landwirte, für alle Bauern, für alle Erntehelferinnen, vor allem auch die Bäuerinnen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in meinem geliebten Südtirol und Europa auf der ganzen Welt. Wir haben für euch gespielt. Wenn ihr helfen wollt, dann www.daslandhilft.de. Da könnt ihr alle Landwirte mit unterstützen. Tolle Plattform. Und bitte bleibt gesund. Versorgt uns weiterhin so gut mit Milch, mit Getreide und alles, was ihr so auf euren tollen Feldern habt. Ich war schon immer regional unterwegs und ich wünsche mir,
dass ihr nie wieder so in die Kritik kommt, wie ihr es in den letzten Wochen und Monaten gewesen seid. Das war nämlich nicht in Ordnung. So, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Bleibt bis dahin gesund. Ich grüße euch ganz herzlich, die Tanja.